Fürsten im Volk, in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Schau nicht auf das Fest! Hause Simonis des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sein, wurden sie unbillig und sprachen: Was liegt dieser Unkraut so? ging hinder zwölfen einer mit Namen Judas Iscariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will in euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Menschen heilige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagtest. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle das, das ist das Blut des Neuen. Yes, Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Jesus zu ihm: Geist ist willig, aber und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Und griffen ihn. zu ihm. Stärke dein Schwert an seinen Ort, denn das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Wunder meines Mut, dass ich dich könnte meinen Vater bitten, dass er mir zu schicken wird, denn 12 Legionen einen. Ich würde aber die Schrift erüben, es muss also werden. Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Bin ich doch täglich bei euch gewesen und habe gelehrt im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles Sich versammelt hatten. sucht ein falsches Zeugnis wider Jesu, auf das sie ihn töteten und fanden keines. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wider dich zeugen? So falschen Liebe still, um uns damit zu zeigen, dass sein erbarmungsvoller Willen dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, seine Gotteslästerung gehöret, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Ist es doch was Gott? Nur speierten sie aus in draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen alle und sprach: Ich weiß nicht, was du sagest. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Der leugnete abermals und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen, sprachen zu Pedro: Wahrlich, du bist auch einer von denen, die Glauben, sich zu verblüffen und zu schwören. die Ältesten des Volks einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten. Und banden ihn, führten ihn hin, und überantworteten in dem Landpfleger Pontio Pilatus. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen verändert, der hieß Barabbas. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesus umbrächten. Antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Raus mit Der Landpfleger sagte: Was hat er denn Übles getan? Er hat uns allen wohlgetan, den Jüngern gab er das Gesicht, die Armen macht er gelernt. Er sagt An dem Blut dieses Gerechten sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut war über unsere zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorüber ihn lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der Gott ist der Gott dieser Christ. Hey! Etliche aber widerstanden, dass sie das hörten, sprachen sie. Wir kaufen gegen den Osten. Bald die Feinde unter ihnen nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen, unter Römer und die bei ihm waren und bewahrten Jesus, dass sie sahen, dass er eben was da geschah. Erschraken sie sehr und einen großen Stein vor die Tür.